Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Beginning. Wir haben uns in der letzten Folge das Boot geschnappt und sind zum Kraftwerk gefahren. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie reinkommen und Salvador stoppen, der schon drin ist, wie wir erfahren haben. Nicht sehr vorteilhaft. Aber gut, wir probieren es einfach. Ein Elektrozaun. Wie können wir den umgehen? Bloß keine Metallgegenstände an den Zaun halten. Das ist bestimmt Starkstrom. Okay, gucken wir uns das Ding einfach mal an. Guck mal, Bent. Hier ist ein Spalt unterm Zaun. Wenn wir ihn anheben, können wir uns ohne Probleme durchquetschen. Um Himmels Willen, Faye, siehst du nicht die toten Insekten? Das ist ein elektrischer Zaun. Also bloß nicht anfassen. Okay, was machen wir da? Wir können den Baum darüber auch nicht. Gehen wir mal zurück. Vielleicht finden wir da unten noch was. So, gucken wir mal. Ja, reden wir mal mit Bent. Alles in Ordnung bei dir? Ja. Das Klima macht mir etwas zu schaffen, aber darum sind wir ja hier, damit es nicht noch schlimmer wird. Ja, da ist was dran. Ganz genau. Der arme Bent. Gerade sieht er richtig alt aus. Na, vielen Dank auch. Aber wenigstens verstehen sich die beiden jetzt. Das ist doch schon mal ganz schön. So, hier haben wir einen Ast. Den reißen wir mal ab. Damit können wir bestimmt das Loch in dem Zaun irgendwie hochbiegen. Oder so. Oder runterdrücken. Oder. Gucken wir mal. Sei bitte vorsichtig, ja? Der Weg ist jetzt frei. Sehr schön. Dann gehen wir doch mal durch. Salvador? Sieht so aus, als kämen wir zu spät. Aber das war sein Er kann Lager, nicht so wie es weit gekommen aussieht. sein. Warte, Eine Woche wir hier können da doch gekämpft. nicht einfach so reinstürmen. Dieser Ort ist streng bewacht. Salvador muss einen Weg gefunden haben, sonst wäre er noch hier. Oder eben nicht. Ja, er hat einen Hintereingang gefunden, hat er gesagt. Also müssen wir ja irgendwie da reinkommen, das stimmt schon. Gucken wir mal mit dem Fernglas. So ein Fernglas hatte Nigel auch. Wenn ich mich richtig erinnere, muss man den Fokus richtig einstellen und danach auswählen, welchen Bereich man genauer untersuchen möchte. Mit den Schaltern auf der rechten Seite kann man dann rein- und rauszoomen. Außerdem war es irgendwie möglich, Notizen zu machen und abzurufen. Es scheint hier bereits eine Notiz zu geben. Log 1, 2230. Das Zielobjekt ist eine Festung. Sicherheitslücken sind keine zu erkennen. Aber ich weiß, es gibt sie. Werde das Areal systematisch analysieren und wichtige Entdeckungen verschlüsselt dokumentieren. Ich komme da schon irgendwie rein. Okay. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Vielleicht ist aber auch nur der Fokus falsch eingestellt. Also 2230 hat er gesagt. Zwei, zwei, drei, null. Das scheint der Ort zu sein, den Salvador beschrieben hat. Aber ich glaube, der Fokus ist noch nicht richtig eingestellt.
4,95. Ah. Ich glaube, ja. Na, wir gehen mal zurück. Dann, weil der sich ja hier Markierungen gemacht hat. Salvador hat Notizen auf dem Fernglasrand gemacht, die auf dieses Feld hinweisen. Ich sollte mir das mal näher anschauen. Ja. Gehen wir rein und dann sagt er 14,59. Ja, Salvador hat für dieses Gebiet eine Sprachnotiz hinterlassen und einige Werte notiert. Das sollte ich auf jeden Fall genau analysieren. Vielleicht gelingt es mir ja, auf diese Weise Salvadors Vorgehensweise zu rekonstruieren. Log 2, 0142, eine Aufbereitungsanlage, nah im Dschungel gelegen, aber weit umzäunt, mit wenigen Versteckmöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist der Wachturm im Hintergrund. Ich werde ihn mir näher ansehen. Vielleicht dient er nur zur Abschreckung. Okay. Hier hat Salvador etwas notiert. Alle Aufgänge befinden sich in freier Sichtbahn zum Wachturm. Die Rohre sind fest verschlossen. Kein Eindringen möglich. Okay, aber... ist der Wachturm? Erwähnt. Das ist der hier. Welche Zahl hat er da gesagt? Log 2, 0142. Eine Aufbereitungsanlage. Ein weiteres. 0142. Nehmen wir mal den Wachturm. Ist das hier der Wachturm? Eine Mahnung. Ah, ne, könnte der hier sein, oder? Null eins vier zwei. Geht wirklich bloß in die eine Richtung. Okay, das war wohl falsch. Was machen wir mit dem hier? Wachturm, der hier. Ach, hier, warte. Ich bin noch blöd, ey. Nee. Okay, 0142 ist wohl falsch. 1495. Wir hier. Die Rohre sind. Log 2, 0142. Eine Aufbereitungsanlage. Nah im Dschungel gelegen, aber weit umzäunt. Mit wenigen Versteckmöglichkeiten. Ein weiteres Problem ist der Wachturm im Hintergrund. Ich werde ihn mir näher ansehen. Vielleicht dient er nur zur Abschreckung. Ja. Alle Aufgänge befinden sich in freier Sichtbahn zum Wachturm. Die Rohre sind fest verschlossen. Kein Eindringen möglich. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Fokus irgendwie oder sowas. Bis dorthin. 142 scheint ja nicht zu stimmen. Dann haben wir nochmal 1495. Auch nicht. Ja. Hier steht nämlich auch noch was. Da steht 555. Irgendwas.
Okay, das war wohl auch nichts. Ist hier nicht noch B3591? Tada! Die Wachmänner stehen in permanentem Funkkontakt zueinander. Der Turm ist rund um die Uhr besetzt. Der Aufstieg ist zu hoch und zu steil. Bis ich oben bin, hätte man mich schon entdeckt. Lok 3, 0446. Der Wachturm ist ein Problem. Zusätzlich kontrollieren Wachmänner den inneren Bereich. Eine Patrouille beginnt bei den Garagen, passiert dann zu ihrer linken Seite den Heliport und schließt bei der Brücke ab. Ich sollte mir die Fahrzeuge ansehen, die sie unterwegs passieren. Vielleicht kann ich ihnen da auflauern. Okay, 2897 bei den Fahrzeugen. So, 2897 bei den Fahrzeugen. Hier sind die Boote. Ja, wahrscheinlich eher die hier. Oder auch nicht. Hier. Hier. Okay, warte mal. 2897 steht da. Zurück. Und hier 3591. Da stand B, okay. C. War 2897. Okay. Und vielleicht auch die Boote. Ja, genau. Zwei Boote brachten Indis und einen Assistenten. Alle Boote werden vom Heliport aus bewacht. Lok 4, 0712. Emilio Indes ist mit einem Boot eingetroffen. Folge ihm vorbei an den Garagen bis hin zum Hauptgebäude. Wo sich die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro. Okay, wo sich die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro. 1152. An den Garagen. Sich die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro. Das müsste hier sein, ne? Genau. Der Fahrstuhl ist ungeeignet für einen Überraschungsangriff. Aha, der Algenbehälter. Ich nehme an, Fays Plan ist damit gescheitert. Bent! Ich habe die Alge gefunden! Sie ist tatsächlich bei Indes im Büro. Und wie kommen wir jetzt dahin? Nicht hetzen. Ich arbeite dran. Seine Tage sind gezählt. Gut. Jetzt haben wir hier E, A, B, C, D. Schreiben wir mal auf. Also D kann 2 bleiben. Ich schreibe mir das mal eben auf. Sonst komme ich da wieder total durcheinander. A ist 1. Okay. Hören wir uns nochmal den Log an. Log 5, 0949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus bis in den Dschungel hineinragt. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür. Das muss es sein. Okay. Hintersten Ende führt ein Pfad. Es geht bis in den Dschungel hinein. Ach, das hier wahrscheinlich. Nehme ich an. Okay, dann gucken wir erst nochmal. Hier war das erste, dann war das war B, eine 5. Und dann noch hier
C. Nee, Moment. Doch. Ja, eine 9. So, gut, dann haben wir 1592. Probieren wir doch einfach mal. So, und ich nehme an, hier. Genau. Ah ja. Bent, ich hab ihn. Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir. Sehr schön. So läuft das doch. So läuft das wirklich gut. Dann gucken wir mal rein durch die Tür. Abgeschlossen? Oder verbarrikadiert. Will Salvador vielleicht gar nicht, dass wir ihm folgen? Er ist manchmal etwas schwierig. Sogar. Wie auch immer, wir müssen da rein. Okay, wir haben keine Fenster, wir haben aber ein paar Rohre. Wie wär's mit diesem Rohr? Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut, dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis gleich. Sei vorsichtig. Na, das klingt doch nach einem guten Plan. Okay, wir sind hier. Ich nehme an, das hier ist die Tür. Oder auch nicht. Aber, Wartungstür. Ein Ventilrad. Drehen wir einfach mal rechts rum, weil wir gerade lustig sind. Ach ja, damit kann ich anscheinend diese... Ah ja, eine Hello Kitty Box, auch schön. Stiefel, Kaffee, Trikot, ein paar Bananen. Ja, scheint wirklich bloß dieses Rad zu geben. Ah ja, jetzt ist draußen wahrscheinlich so Flüssigkeit oder Wasser oder was auch immer das ist. Machen wir mal so. Genau, hier steht's bis hierhin und da bis dorthin. Das heißt. Ah ja, eine Schwimmbrücke. Aber in die Mitte krieg ich so gar nicht rein. Legen wir mal den Brückenhebel. Oder auch Stauchschott. Öffnen. Jetzt können wir den Brückenhebel umlegen. Und nichts passiert. Sehr schön. Was machen wir denn da? Ich denke, ich weiß schon, was ich tun muss. Als erstes versuchen wir hier das Wasser hochzukriegen. Ringsrum. Genau, noch mehr linksrum. Dann fließt das nämlich da darüber. Und jetzt nehmen wir wieder rechts rum. So, wo steht die Brücke jetzt? Da unten, klar, die schwimmt ja. 1, 2 bis ganz oben, ja. Na gut, dann probieren wir es nochmal mit rechts. Oder? Ne, linksrum, klar. Jetzt versuchen wir mal rauszugehen. Was? Ich bin eingesperrt. Ja. Ja, na gut, habe ich mir gedacht, probieren wir es nochmal mit links. Es lässt sich nicht weit... Okay, na gut, dann drehen wir es wieder nach rechts. Okay, damit sind wir zwei Stöcke unter uns und hier drin ist nichts. Ich glaube, ich muss es erstmal hier ganz leer machen. Dann kann ich, sollte ich nämlich hier irgendwie runterkommen. Oder auch
hier so eine Stange. Kann man die nicht einfach runterrutschen? Das würde vieles vereinfachen. Glaube ich. Okay, gehen wir mal da raus und probieren das Rohr da drunter genau. So, und dann kommen wir nämlich hier runter. Und beenden die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao.